So. Satan, guck dir mal das ganze Equipment an, was wir hier hingestellt haben. Ey. Ja. Schon ein bisschen was, ne? So langsam tut sich was, aber ist auf jeden Fall noch nicht alles, was man haben möchte. Siehst ja, mit dem Griff zum Beispiel haben wir den falschen gekauft. Das trifft sich. Ich habe nämlich das, was du unbedingt haben möchtest. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Dann bin ich mal gespannt. Weil es soll ja nicht heißen, ich würde mich nachher nicht daran beteiligen, dass das Ding hier eine Erfolgskiste wird. Du grinst schon so, du hast schon ein bisschen geluschert, oder? Ja, so ein kleines bisschen. So ein bisschen geluschert hast du schon. Dann komm mal mit, damit du das einfach mal siehst. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt Stress mit unserem Sponsor kriegen. Aber jetzt Achtung, mach mal kurz große Augen und dann hier. Also, was sagst du? Ist das Top-Kraft? Ja, kannst du was mit anfangen? Klingt auf jeden Fall top. Also die Frage ist ja, was für eine Schiene drauf ist. Wenn da jetzt ein Brennholzschwert drauf ist. Mach mal eine professionelle Analyse, was das ist. Also ich würde sagen, das ist ein Brennholzschwert von Oregon. Die sind gar nicht so schlecht. Die Kette hat aber die besten Zeiten hinter sich. Hast du da noch Brennholz mitgeschnitten? Oder? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist die definitiv schon zu trocken und auch ziemlich fest. Ja, vom Gerät her würde ich sagen, auf jeden Fall nahe Lebensgefahr, wenn es keine Elektrosäge wäre. Kann natürlich mit der guten alten Husqvarna nicht mithalten, bei weitem nicht. Und ich rate auch keinem, sich so ein Gerät zu kaufen. Aber ich freue mich sehr drüber. Das ist so ein bisschen was für die Vitrine. Ne? Okay, ja, also herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das wird deine sonst eher, muss ich sagen, etwas billig wirkende Sammlung von Sägen vielleicht dann ein bisschen vervollständigen. Ein bisschen aufpeppen. Vervollständigen, glaube genau. Ich. Bei mir ist auch schon aufgefallen, du hast ja durchaus echt schon, muss man schon sagen, hier krass filigrane Sachen gemacht, oder? Also, ja, also wenn man sich überlegt, dass das hier mit einer Kettensäge entstanden ist, dann, also Chapeau. Ja, ich bin da schon ein bisschen länger dabei, ich mache das ja schon seit 10 Jahren und dann, jeder, der mal angefangen hat, wird irgendwann da landen, wenn er genug geübt hat. Okay, aber meinst du, du könntest mir beibringen, mit dem Ding das zu machen? Das wird eng. Also ich glaube, das liegt aber nicht an dem Ding und an dem Ding, das liegt dann mehr an dir. Zwei linke Hände ohne Daumen, da müssen wir dann gucken, wie wir das hinbekommen, aber... Okay, das werden wir demnächst noch beim Tischtennis und beim Golfen aus, weil du bei mir hier zwei linke Hände und einen linken Daumen hast. Ja. Ja, die kleine Inselbegabung, ne? Ja. Aber kriegen wir hin. Okay, sehr gut. Ja gut, dann zeig doch mal rum den Quatsch hier. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja Haber ein bisschen zeigen. Genau. Ich habe ja gesagt, irgendwie, ich würde das Ding am Ende eigentlich Meerland nennen. Mhm. Das wäre natürlich was, aber es ist vielleicht ein bisschen zu plump. Ja. Aber mit dem L, was hältst du denn davon, was du mit dem L machen? Du willst doch irgendwie Meerland. Meerland. Wegen Märchen. Ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Okay. Aber grundsätzlich, es kommt in die engere Auswahl. Ist mehr so das Holzlager. Also hier haben wir so den Außenbereich mit Schnitzbereich, wo ich Kurse mache, wo ich verschiedenste Skulpturen umsetze. Ich arbeite halt wie immer draußen, auch im Winter, wenn es geht, einfach auch wegen den Abgasen, weil es halt schöner ist, in der Natur zu arbeiten. Und vor kurzem haben wir hier diese Regale aufgestellt, einmal so ein bisschen als Windschutz und auch, dass wir Holzbohlen trocknen können. Weil mich hat es halt immer genervt, wegen jedem Kleinkram irgendwo zum Sägewerk rennen zu müssen. Und da habe ich immer gesagt, ich lege mir selber eins zu und lege mir selber auch ein Lager an, dass man einfach, wenn man was braucht, es direkt da hat. Sauber. Ja, dann können wir mal reingehen. Also hier ist quasi die große Werkstatt. Die haben wir damals auf dem Fundament der alten Werkstatt aufgebaut. Die alte war leider sehr, sehr abbruchreif. Und hier ist gerade so ein bisschen Lagerstätte, also nicht wirklich Platz. Ich hatte vor kurzem noch ein großes Projekt mit mehreren Künstlern. Da ist unter anderem hier dieser Wasserbüffel mit einem Orkreiter entstanden. Und das soll irgendwann mal hier fertig gemacht werden, dann wieder rausbuxiert werden. Also spätestens bis zum Winter brauche ich den Platz hier wieder. Aber ansonsten werden hier Figuren, die ich geschnitzt habe, zwischengelagert und auch so ein bisschen indoor gearbeitet, wenn sich das mit dem Wetter nicht ergibt, dass man draußen arbeiten kann. Satan, ey. Wie viele Holzstämme sind da jetzt drin? Da sind jetzt müssen wir gucken, also ein zentraler Eichenstamm, der hat einen 1,20 Meter Durchmesser, einer für den Kopf, einer für den Hintern, so ein Zwischenteil, da waren wir leider nicht lang genug und dann nochmal ein langer für die Hinterbeine. Das habe ich damals mit Michael Reiter zusammen gemacht. Hat auch echt Spaß gemacht, aber war auch sau anstrengend. Also wir haben das Ding in 3 Tagen aus dem Stamm geknüppelt, aber der Kenner sieht, dass man da locker nochmal 3 Tage reinsteckt, um die Details wirklich fertig zu bekommen. Aber wenn das Ding fertig ist und wirklich basiert ist, dann knallt das richtig. Nice. Sehr ja, schön.
Ansonsten, wie gesagt, ganz viele Figuren, die hier auch nachher auf dem Grundstück stehen sollen. Ein paar Auftragsarbeiten. Hier haben wir noch eine Kursarbeit von gestern, von einem Bankbaukurs. Und dementsprechend muss ich immer so ein bisschen eine Waage halten, dass die Werkstatt sich nicht total zumüllt. Das ist so ein generelles Problem von mir, dass ich gerne Sachen zumülle. Dann legt man ab und zu mal wieder so einen Reinigungstag ein und dann geht's auch wieder. Den merkt man sonst so gar nicht. Nee. Klassischer Holzmessi. Ja, genau. Meine Frau will das eh nicht sagen. Der Außenbereich. Hier linke Seite haben wir ein großes Sägewerk, da können wir mal hingucken. Hat mich damals von Rotmeister in der Corona-Hochzeit eins geholt, weil ich wie gesagt gesagt habe, dass ich gerne unabhängig sein möchte. Und da haben wir dann richtig Gas gegeben und schneiden auch nach wie vor noch parallel so ein bisschen Brettware. Ich lege mir immer parallel Holz beiseite. Das dauert natürlich auch eine Zeit, bis das trocknet. Und ja, macht auch unheimlich Spaß. Ist auch sehr meditativ, mal einen Tag einfach am Sägewerk zu stehen und nicht die Kettensäge in der Hand zu haben. Und ja, man kommt dann wirklich ins Nachdenken, weil es eine sehr, sehr stupide Arbeit ist. Also ein bisschen rechnen, aber den Rest macht der Computer. Und von daher ist es ganz spannend. Ja, das ist mein allergrößter Schatz. Ich bin ja seit 7-8 Jahren mittlerweile in Amerika am Arbeiten und habe immer davon geträumt, mein eigenes Bobcat auf Kette zu besitzen. Und habe mir im letzten Jahr dann zum Winter hin quasi das eigene Weihnachtsgeschenk eins geholt. Habe natürlich leider ein bisschen ins Klo gegriffen, relativ günstig geschossen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das gesamte Fahrwerk kaputt ist. Und ja, das hat dann nochmal 3.000, 4.000 Euro gekostet. Aber jetzt, so wie es da steht, ist es ganz gut. Bis auf, dass ich heute Morgen auf der Auffahrt eine kleine Dieselpfütze gefunden habe. Da muss ich mal gucken, wo da das Leck ist. Aber ansonsten hoffe ich, dass es dann jetzt mal eine Zeit lang auch hält und alles gut funktioniert. Weil wenn es fährt, ist es echt geil. Dann macht es echt Spaß. Was mache ich dann mit dem Ding? Ja, Holz von A nach B fahren. Ah, okay. Vor allen Dingen auch hier im Garten haben wir den Vorteil, auf Kette fährst du dich nicht fest. Das ist halt alles Moor. 3-4 Meter tiefes Moor. Und da hast du echt mit dem Radlader schnell Probleme, dass du wirklich festsitzt. Den haben wir auch schon mal zur Hälfte eingegraben. Und mit dem Ding, da fährst du wirklich überall durch. Von welchem Baum kriegt man jetzt solche Holzreste da? Das ist Lärchen und Douglasie, ganz im Gartenbereich eingesetzt. Da haben wir so Bretter hier gemacht. Für diese Geschichten nehme ich auch ganz gerne das Bonanza-Bretter. Ich habe die ganze Werkstatt auch damals selber zugeschnitten. So geil, wie du es einfach ignorierst, dass ich eigentlich das Asbest meinte. Ach so. Oh Gott, das darf auf gar keinen Fall rein. Das wird natürlich noch ordnungsgemäß entsorgt. Gott sei Dank, ja. Jetzt hat der Film gerade abgebrochen. Ordnungsgemäß entsorgt in die dafür vorgesehenen, musst du ja gar nicht, da gibt es ja so vorgesehene Säcke. Das haben wir damals hier von der Werkstatt runtergeholt und da runtergeholt. Also im Prinzip ist es, hat sich der Ort nur verschoben, aber es wird noch in Säcke gepackt und dann natürlich zur Mülldeponie gebracht. Ja, ich finde es gut, dass ihr auf jeden Fall vorsichtig wart und darauf geachtet habt, dass da nichts bricht. Ja, war immer mit Vollschutz auf jeden Fall. Das hat alles ganz gut geklappt. Aber das eben macht er sich voll mit dem Epoxidharz, ja. Und bricht hier schön Asbest durch die Gegend. Da war ich selber nicht dran. Da war nur der Mini-Bagger oder der Baggerfahrer und der oder hat das Schüler. Dann gegriffen. Nein, Schüler nicht. Okay. Nein, definitiv nicht. Also da lasse ich keine Kinder ran. Ist ja im Prinzip, also ohne das klein zu reden, aber Asbest ist nur gefährlich, wenn du es wirklich flexst. Also wenn du es mal eben durchbrichst. Also da entstand jetzt nicht groß Staub und von daher, es wird noch gemacht. Ist so uralt. Das ist ja auch kein pures Asbest. Ist ja Eternit, vermutlich. Ja. Mit einem hohen Asbestanteil wahrscheinlich. Ja, genau. Sehr schön. Ja, können wir mal weiter gucken. Hier haben wir so die heiligen Hallen für die Fahrzeuge. Normalerweise steht da noch ein Wohnmobil, das ist gerade weg. Ansonsten mein Lieblingsradlader, der macht mir die Arbeit hier echt leicht. Und ansonsten haben wir hier eine kleine Ausstellung. Das sind so Skulpturen, die ich mal gefertigt habe. Und die stehen nach wie vor zum Verkauf. Teilweise waren es Ausstellungsstücke für irgendwelche Sachen. Teilweise sind Sachen, wo ich einfach mal Bock hatte. Da hinten zum Beispiel ist von The Ring Samara, ist so eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, weil ich gerne, wenn ich schnitze und wirklich Zeit für mich habe, dann erzeuge ich gerne Emotionen. Und in dem Falle Angst ist eine Emotion, die ich sehr gerne bediene mit meinen Schnitzereien. Und das gelingt natürlich mit solchen Skulpturen ganz toll. Da kommt gleich bestimmt mal ein Foto. Ansonsten so vom Genre her mache ich halt gerne auch diese ganzen Fantasy-Geschichten. So kleine Orks, Zwerge, alles, was so die Fantasy-Welt hergibt, macht Riesenspaß. Und wie gesagt, Thema Angst ist immer so ein Ding, wo ich extrem gerne rangehe und was mir auch wirklich Spaß macht. Wobei, einer fällt ja hier ein bisschen außer der Reihe, muss man sagen. Der passt hier nicht wirklich rein, muss man einfach feststellen. Ja, ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus möchtest. Also ich sag mal, wenn wir hier beim Thema Fantasy sind, das ist ja nun eigentlich eher
Science Fiction, der passt hier nicht rein. Ich finde, der stört hier auch ein bisschen. Okay, ich kann mir denken, warum der hier stört, weil er wahrscheinlich auf einem gewissen Grundstück besser aussehen würde. Das ist jetzt eine Vermutung. Ja, kann ich mir vorstellen. Also der steht hier auch schon so lange, von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass der irgendwo in einem Wald auch gut aussehen würde. Ja. Ja. Ich kenne da keinen, der im Wald wohnt, also müssen wir... Kannst du ja mal nachgucken. Könnt ihr mal in die Kommi schreiben, wenn ihr da... Vielleicht habt ihr eine Idee. wo der hin könnte. Ja, nee, aber also ich bin halt einfach schon so lange Star Trek Fan. Aber da musst du auch sagen, erstmal ist Star Trek ja die falsche Quelle. Ja. Guter Test. Man muss bei ihm auch sagen, die richtigen Trekkies oder Star Warsies sagen ja immer, dass Yoda in dem Falle zu groß ist. Also er ist definitiv... Ist das aufgefallen, dass die Fahrradfahrer... Wir versuchen hier ein Video zu drehen. Mann. Ja, die nerven auch tierisch. Was hier los ist in Habern? Die Trecker mit der Gülle sind mir eigentlich egal, aber die Fahrradfahrer sind ziemlich am Rumstressen. Ich habe eben schon gesagt, es nervt richtig. Ne? Man fährt erstmal 5 Kilometer nur geradeaus, um hier überhaupt hinzukommen bei 50. Ist halt wirklich irgendwo um nirgendwo, aber das Coole daran ist halt wirklich, du kannst hier Krach machen. Ich habe sehr, sehr verständnisvolle Nachbarn, die selber aber auch bis abends 22 Uhr Krach machen, weil sie einfach Landwirte sind und das machen müssen. Und das ist so ein Geben und Nehmen. Das klappt hier sehr, sehr gut. Aber was war jetzt nochmal mit den Trekkies? Die Trekkies, was sagt man denn eigentlich zu Star Wars Fans? Gibt's gar nicht so, Star Warsies. Klingt auf jeden Fall nicht richtig. Ziemlich komisch. Die regen sich immer darüber auf, dass Yoda in dem Falle zu groß ist. Aber ich hatte damals einfach Bock, den ein bisschen größer zu schnitzen, weil der ist an sich von der Größe her, also wenn du den Originalgröße schnitzt, wird er so diese Größe haben. Ja, wir haben ja Grogu zu Hause in Originalgröße. Und der ist natürlich, ja, so, ja maximal. Ja. Der ist ja noch ein Baby. Aber viel größer werden die auch nicht. Nee, wollte ich sagen. So die Wachstumsphase ist dann irgendwann ausgeblendet. Also ja, auf jeden Fall bin ich mit ihm ganz zufrieden. Den hatte ich mal komplett farbig gemacht. Das war so meine Farbzeit. Habe ich dann immer wieder abgeschliffen, weil ich das nicht so geil fand. Und der steht jetzt schon eine Weile hier. Ja. Schönes Stück. Danke. Was möchtest du noch wissen, Max? Ja, ich möchte alles wissen. Ich möchte alles wissen. Was können wir uns noch angucken? Also Holz, 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 noch mehr Holz, viel Holz. Wir können mal hier die Auffahrt, die repräsentative Auffahrt. Genau. Ja, der Dämmstoff wird irgendwann noch benutzt bestimmt. Steht aber auch bei eBay Kleinanzeigen drin, zu verschenken. Übrigens, die Gitterboxen sind nicht dabei. Da habe ich schon 20 Anfragen bekommen. Die brauche ich natürlich, aber der Dämmstoff ist noch wirklich kostenlos abzugeben. Ich helfe auch beim Aufladen. Glaswolle aus den 90ern foliert, kostenfrei abzugeben. Für eine Werkstatt? Super. Ja. Ich habe nur keinen Bock, das reinzulegen, weil dann hast du natürlich alles wieder voll. Tja, Thema Holz hat wahrscheinlich der eine oder andere schon mitbekommen, ist richtig ätzend die letzten Jahre. Preise gehen immer mehr hoch, deswegen habe ich eine große Lagerhaltung. Einmal hier die Nadelholzstämme, aber auch unheimlich viel Eiche. Was ich bekommen kann, versuche ich wirklich zu bunkern und so viel wie es geht Holz wirklich hier liegen zu haben, um nachher nicht das Problem zu haben, wenn ich es brauche, nicht zu bekommen. Das muss auf Stein übergehen. Ja. Kann ich wahrscheinlich mit deiner Kettensäge anfangen. Die schleifst du dann wahrscheinlich, genau. wenn du die an Stein dran hast. Oder. Aber hier auf dem Weg hierhin ist auch Steindesign. Ja? Ja. Links oder rechts runter? Nein. Hab ich noch gar nicht gesehen. Nee, weiß nicht. Hier irgendwo, ach keine Ahnung, okay. In einem der Pupsdörfer hier drumherum. Okay. Aber wir sind noch hier in, warte mal, wir können ja auch mal so machen. Guck mal hier, schwupp. Wir sind ja theoretisch auch zu zweit. Ich sehe irgendwie nach Holzarbeit aus, habe aber überhaupt keine Ahnung. So. Ja, das kriegen wir aber auch noch hin. Dass wir den Kreis noch schließen. Okay, erzähl mal was hier. Das ist, guck mal, wie schön das aussieht in Habern 2. Ja, ansonsten können wir mal in die heiligen Katakomben reingehen. Ich habe tatsächlich noch auf der linken Seite einen Mieter drin, den haben wir damals mit übernommen. Der gehörte quasi zum Inventar. War auch nicht einfach, das Haus zu bekommen. Da gab es damals relativ viele Mitbewerber und wir haben damals gesagt, wir lassen ihn einfach drin, weil uns stört es nicht. Und haben jetzt den ganzen vorderen Bereich schon entkernt. Hier soll später mal so eine Art Hofcafé hin. Auch so ein bisschen Veranstaltungs- und Begegnungsstätte. Und im hinteren Bereich wollen wir irgendwann Ferienwohnungen reinmachen. Wenn es nach mir geht, würde ich gerne auch hier irgendwann mal wohnen. Aber ob das so eine gute Idee ist, direkt bei der Arbeit zu wohnen, das wird sich zeigen. Also es muss sich dann ergeben. Begegnungsstätte ist auch sowas, was nur karitative Einrichtungen und Pädagogen sagen, oder? Ja, ich glaube wohl, das kommt so aus dem Metier. Aber so Begegnungsstätte mit Alkohol. Also schon so ein bisschen mit Spaß dabei. Und okay. Obwohl Alkohol nicht mit Glas, mit Spaß gleichzusetzen ist. Aber gerade noch die Kurve gekriegt. Gott sei Dank. Das wäre fast der zweite Super-GAU neben der Asbestgeschichte gewesen. Der Alkohol wird auch noch professionell entsorgt hier vom Grundstück. Sehr gut. So, dann geht's hier rein. Also hier war mal eine Bodenplatte drin. Die haben wir vor 2-3 Wochen raushämmern lassen von einem Minibagger.
Ich habe jetzt, weil hier wirklich ein Meter Luft drunter war, erstmal Sand reingefahren und ab nächste oder übernächste Woche kommt einer her, der bohrt dann Löcher, dann wird das mit Beton gefüllt und dann kommt hier eine neue Platte drauf. Und dieser ganze Bereich, den wir hier haben, sieht man das gut auf der Kamera, sonst mache ich mal das Licht an. Das ist alles gut. Okay, dann das wird später mal komplett offen gelassen. Hier vorne kommt noch ein Giebel rein, dass man wirklich auch diese Sicht nach hinten genießen kann. Weil das ist wirklich schön, können wir gleich auch nochmal mitbringen. Dass hier wirklich nachher so ein Bereich ist, wo man sitzen kann. Hier vorne wird dann wahrscheinlich so eine Großküche hinkommen, wo man dann Kuchen und Kaffee kaufen kann. Und in dem Bereich wird dann gesessen. Hier vorne träume ich immer von so einer kleinen Zigarrenecke. Das wäre noch richtig geil, dass man da sitzen kann, einfach mal ein bisschen eine schmökern und ein bisschen schnacken kann. Und in dem Bereich dort hinten dann wirklich so ein paar Tische und ja, auch so ein bisschen alles frei zu machen ist, dass man hier auch feiern kann. Sehr gut. Geheizt wird auch noch hinten. Ja, so ein bisschen. Also die Heizung, das ist... Das könnte Energie... Du hast Kältebrücken. Ja, ein bisschen. Hätte ich schon fast... Also das Ding hätte ich wieder mal neu kaufen. Hier ist eine große Kältebrücke. Da ist noch eine Kältebrücke. Oben sind noch leichte Kältebrücken. Ja. Ich kenne jemanden mit Dämmmaterial. Kostenlos abzuholen. In Habern 2. Also ich sage, das ist wahrscheinlich nur geeignet für Werkstätten. Also hier möchte ich es tatsächlich nicht mehr drin haben. Aha. So. Ja. Größter Sandkasten Europas. Genau. Hier kann man richtig Spaß haben. Ja, den restlichen Kram vom Haus, den brauche ich euch, glaube ich, noch nicht zeigen. Das machen wir andermal, wenn es dann wirklich auch zeigenswert ist. Ist auch, wir wollen ja den Fortschritt auch mal ein bisschen zeigen, ne? Geht ja nicht genau. Nur immer darum. Ja, cool. Genau. Ja, hinten ist auch noch irgendwie Marder, habe ich gestern gesehen. Da lief wieder einer über den Tisch. Da müssen wir auch noch mal gucken, dass wir das alles rausbekommen. Aber ansonsten viel Potenzial, sage ich mal. Also hier ist auf jeden Fall eine ganze Menge drin, was hier draus werden kann. Aber es hat auch viel Arbeit. Ja. Besonders gut gefällt mir die Statik da. Tatsächlich ist das auch ein Balken, der ist mehr unnötig. Also der würde nochmal zwischengesetzt werden, aber der hält alles. Also wenn der hier weg ist, dann haben wir ein Problem. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit dem Bobcat, mit dem Arsch, dass ich da nicht irgendwie gegenkomme. Weil wenn der weggeht, dann geht das Dach hinterher. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Ja. Okay. Guck mal, ja. Gehen wir gleich hier raus, oder? Jo. Ja, hier haben wir so ein bisschen Überbleibsel aus dem Haus noch, was wir rausgerissen haben. Das wollen wir mit Masse auch wieder einbauen. Und hier sieht man diesen mega geilen Blick wirklich nach hinten raus, der wirklich ganz, ganz toll ist. Und gerade so hinten dieser Happy Place, den wir da am Feld haben. Wenn man da abends mit dem Bierchen sitzt, das Wetter ist schön und die Sonne geht auch wirklich genau da unter, wo sie untergehen soll, ist das wirklich eine ganz tolle Geschichte. Also so zum Runterfahren, dann läuft vielleicht links oder rechts mal ein Trecker, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich entspannt. Und das wäre wirklich so ein Hauptgrund für mich, hier irgendwann mal zu wohnen. Aber wie gesagt, das steht in den Sternen. Ansonsten ist es einfach wirklich so wie Urlaub, jedes Mal, wenn man da hinten sitzt. Ja, wir haben schon ein bisschen verkrampft versucht, hier so ein bisschen Galabau zu betreiben. Haben mal zwei Wege angelegt, weil das halt alles Moorboden ist. Es ist super weich. Einmal zum Gewächshaus hinten. Das hat meine Frau letztes Jahr schon bestellt. Da waren dann schon Gurken drin und ein bisschen Kleinkram, Tomaten und so ein Zeug. Es hat auch richtig gut geklappt. Dieses Jahr haben wir es zeitlich nicht geschafft. Und tatsächlich geht das Grundstück, das sieht man nachher vielleicht auch auf dem Drohnenvideo, noch mega weit, also 200 Meter locker noch, bis hinten hin zur Siloplatte vom nächsten Bauern. Und man hat halt mega viel Potenzial. Wir haben erstmal gesagt, wir lassen es verwildern und später mal so Stück für Stück, dass hier wirklich auch Sachen reinkommen. Hier soll ja mal so eine Figuren-Themenwelt rein. Im hinteren Bereich kann man mal so ein paar Stellen hinmachen, wo man dann vielleicht auch zelten kann. Im Außenbereich so ein paar andere Geschichten noch anlegen. Da sind der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt. Vielleicht beteiligen wir die Community auch immer mal dran an der Ideenfindung. Aber es ist einfach geil, diese Option zu haben überhaupt. Also den Platz zu haben und auch die Option zu haben, das überhaupt umsetzen zu können. Nice. Sorry, ein Happy Place. Mein Happy Place? Ja, Happy Place. Da müssen wir tatsächlich so rumgehen, weil hier gibt es nämlich überall Spalte im Boden. Vielleicht kann man gleich mal eine aufnehmen, da ist man noch schnell mal weg. Dadurch, dass das letzten Jahre so trocken war, ist das ganze Moor oder Torf aufgebrochen und dann verschwindet man auch mal ganz schnell. Deswegen müssen wir einmal wieder zurück den schönen Weg entlang. Übrigens, schon mal die Mitteilung, in 10 Jahren gibt es bei uns Weihnachtsbäume zu verkaufen. Die sind irgendwo in diesem Gehege da drin. Haben wir vor einem Jahr mit Schülern angepflanzt, 250 Stück. Mal sehen, wie viel es schaffen. Aber da ist schon mal die nächste Business-Idee geboren. Ich habe einen aus Holland, den ich variieren kann zwischen 3,20 Meter und
glaube 2,50 Meter. Das ist tatsächlich ganz geil. Da gab's letztes Jahr gab es einen, der hat so einen Holzstab rausgebracht mit Bohrungen. Und dann konntest du dir quasi die Äste einzeln kaufen und dann so zusammenstecken, dir selber so einen Weihnachtsbaum basteln, quasi aus echtem Holz. Aber halt, ja, am Ende sah es halt echt aus, aber es war halt kein echter, also kein gewachsener. Und kannst du jedes Jahr wieder benutzen. Und die Verkäufer von Weihnachtsbäumen haben das auch mega gelobt, weil die auch den ganzen Ausschuss dann wegbekommen. Also, wenn es mir einfällt, blende ich einen Link ein oder blendet Max einen Link ein. Auf jeden Fall, das ist unser Happy Place. Hier hatten wir damals die Plattform für den Brennkorb. Da und ich haben letzte Woche gesessen mit dem Bierchen. Das ist manchmal ganz gut und hier knallt dann wirklich abends die Sonne rein. Und mit dieser Weite dann hinten raus ist das wirklich eine geile Geschichte. Mein Traum ist ja immer noch dieses Feld hier vorne. Bis hinten hin sieht man vielleicht bis zu einem Trecker, der jetzt gerade da hinten fährt. Irgendwann mal zu kaufen oder zu pachten von den beiden Bauern, das gehört wohl beiden. Und hier wirklich auch mal Landwirtschaft zu betreiben oder einfach nur zu haben und dann zu gucken, was man damit macht. Aber die Weite ist halt gegeben hier und du hast halt wirklich einen traumhaften Ausblick. Viele Rehe, die hier durchlaufen und es ist wirklich super entschleunigend. Also man fährt wirklich auch echt runter. Mal nett die Blowjob-Hütte getauft. Ist leider bisher nicht in die Tour gekommen. Aber hier kann man dann auch schön sitzen, wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist. Da kommen dann noch Kissen rein und dann kann man hier schön sitzen. Das ist wie so eine Art, ist so ein ostfriesischer Strandkorb. Da sitzt man dann auch ganz schön drin. In der Stuhl, dann geht man so ganz auf. So, ist man den Stuhl holt sich das Moor gerade. Also, sobald du dich reinsetzt, das war jetzt angenehm. Man kommt dann schwer hoch, aber mit normalen Stühlen hier zu sitzen, ist relativ schwierig. Ja. Man sitzt dann plötzlich einfach mal 30 cm tiefer in Wand. So ist das. So. Ja, das ist, habe ich auch mal für dich gemacht zu Weihnachten. Das ist so eine Art ostfriesischer Strandkorb. Ist leider ein bisschen zugeschissen und ein bisschen viele Spinnenweben, aber. Für einen Blowjob reicht das. Ja, so würde ich das jetzt erstmal stehen lassen. Genau. Ja, gut, dass noch ein Fenster von hinten drin ist, damit man noch zugucken kann beim Blowjob, oder? Das Ding ist ja, eigentlich hatte ich das so geplant, dass die Hütte so steht, dass wenn wir da drin sitzen, wie ich auch sehen, wenn einer von hinten kommt, wollte das gerne so stehen haben, damit es so leicht schräg steht. Jetzt siehst du natürlich gar nichts. Also der tote Winkel ist viel, viel größer als vorher und ja, man kann dann auch mal eben überrascht werden. Und man könnte natürlich jetzt auch, wenn du jetzt sagst, hier laufen Rehe rum und dir gehört das Ding irgendwann, Jäger. Ja. Noch eine kleine Jagd, dann hast du hier gleich Hochsitz ist es nicht, aber. Das kriegen wir hin, kriegen wir ein bisschen höher gesetzt. Da müsste eigentlich noch eine Ablage hier vorne sein, dass man dann das Schießgerät irgendwie auflegen kann. Schießeisen. Schießeisen. Oder ich versuch's einfach mit einer Kettensäge zu erlegen, was wahrscheinlich auch schwierig wird. Das Reh wehrt sich in einem 8-stündigen Todeskampf gegen das langsame Eintreten einer Kettensäge. Okay. Auch dazu haben wir bestimmt nachher noch ein paar Bilder. Ja. Mal gucken. Bleibt die Blowjob-Hütte jetzt auf? Ist egal. Achso, nee, die lass mal zumachen, sonst haben wir nichts. Da sind die Rehe drin, die sich gegenseitig Blowjob geben. Hashtag Reblowjob. So, dann lass mal gucken. Was möchtest du denn noch sehen, Max? Es gibt so viele tolle Sachen. Aber wir haben eigentlich schon relativ viel abgehakt. Ja, ich meine, sag mal, die ganzen Arbeiten und so, das werden wir uns ja nochmal im Detail angucken. Genau. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal ein paar gute Aufnahmen drin, oder? Ja, ich glaube auch. Gut. Sieht gut aus.